So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zu dieser Serie. Das ist ja das Grundbuch der Buchstabenmeister. Da kann man also lesen und die Fantasie anregen. Und das ist ein schöner Spaziergang durchs Buchstabenland, wo man jeden einzelnen Buchstaben kennenlernen kann. Und dazu haben wir natürlich nicht nur die vier Malbücher, sondern auch die zwei Mundlaute-Tabellen dazu kreiert. Da geht es darum, dass man den Buchstaben über diese Körpersprache, über diese Lippen und den Atem kennenlernt. Also eine schöne Dreier-Serie im Fall, dass man es verschenken möchte als Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk oder einfach so mal in den Ferien oder überhaupt, wie wird es überhaupt als Lesestoff nach Hause tun, damit die Kinder das selber wählen können. Und vergesse, das ist ganz wichtig. Die Kinder werden in letzter Zeit über das Digitale hauptsächlich visuell und auditiv geschult. Es ist ganz wichtig, dass sie manuell, also durchs Malen, durchs Schreiben und den Mund und den Atem ebenfalls und durch auch ein Spiegelbild und durch das Spüren und Fühlen, dass diese Sinne auch angeregt werden. Ganz, ganz wichtig für unser Hirn, damit es nämlich komplett verknüpft ist mit dem Körper, mit der Wahrnehmung, mit der Beobachtung und dass diese Synapsen auch gebildet werden können. Ganz wichtig. Schult eure Kinder weiterhin oder macht einen Gegenpol, wo jetzt das Digitale, das Auditive, das Visuelle überhand nimmt. Schaut, dass ihr einen Ausgleich findet mit solchen Tools, zum Beispiel mit Malen und mit Körpersprache und mit Fühlen und Spüren, mit allen Sinnen. Ganz, ganz wichtig. Also shop.madella-mella.com. Da findet ihr alle meine Bücher. Es sind 17 an der Zahl inzwischen. Habe ich hergerichtet für euch Kinder, für euch Erwachsene, für Eltern und alle, die den Kindern Gutes tun wollen. Also, bis zum nächsten Video.